What's up, Party People? Willkommen zum siebten Spieltag im ULT. Zum achten Spieltag. Wir haben letzte Woche gegen Shiny gespielt, war am Ende ein, glaube ich, 13-0 Niederlage. Folglich sind wir so wie aus dem Playoff draußen. Sie sind jetzt schon mal besser laufen können, aber ja, heute geht es gegen Eve. Den haben wir bisher schon zweimal gespielt. Das war einmal im letzte Season im ULT. Es war ein 3-0-Sieg für uns. Jetzt letzte Season in der NPBL, als er uns quasi auch die Playoffs dann quasi, also dann quasi aus den Playoffs rausgeworfen hat. Teambuilding. Ich habe es aufgenommen, muss aber noch schauen, wie ich das. Man muss noch schauen, wie eine Audiospur, weil die ein bisschen am Arsch ist. Deswegen weiß ich nicht, ob eins kommt. Muss ich halt nochmal neu aufnehmen oder so. Aber ich meine eigentlich, wie gesagt, nicht Teambuildings nach dem Kampf aufzunehmen. Bin ich kein großer Fan von. Das ist im Hintergrund Regeln hier. Was ein Team aufschreiben kann. So. Die Suche wird ausgeführt, ich habe erst schon gesucht. So. Sets habe ich importiert. Im Kalk, ja. Jo, sollte eigentlich alles ready sein. Aufnahme läuft. Bei OBS, bei Outer City, perfekt. Ja, würde ich sagen, auf einen guten Kampf. Ja. Wir haben dabei, waren wir das Team gerade? Ja. Wir haben dabei Inteleon, natürlich wieder G-Max, natürlich auch mal mit dem Hyperstrahl dabei. Weil unser bester Move ist gegen Yves Tapofini. Was wir mit sonst keinen Move zuschotten können, selbst mit Crits. Dann Rotom, ein schienormales scheues Rotom. Ist bisschen, ist Full HP, weil. Ich habe das Team gar nicht mehr im Kopf. Ganz schwierige. Auf jeden Fall, wir haben einen Supporter-Rotom, ein physisch-defensives Sligu, Viscargo ist das dann dabei, gegen seinen Tabubulu. Der hat sich ja beide, der hat sicher zwei von den Kapus. Dann ein physisch-offensives Takataka mit Bizarro-Raum. Ein Mix-defensives Sumpex und ein Speziell-defensives Nata. Und wir können mal schauen, was er so dabei hat, sehen wir ja gleich dann. Er hat dabei Fini. Allerdings Entei war noch Sumpex. Übrigens. Entei. Ich kann mir vorstellen, dass es mit Voltula reingeht. Kann sehr, sehr gut sein, dass er es tun will. Landorus. T und Weezing. Habe ich immer so ausgelassen? Viel. Ah, ich habe Bulu ausgelassen. No. Wait, welchen Move habe ich noch auf Rudam drauf? Habe ich da was zum Burn drauf? Ja, habe ich. Mir fällt sogar mit dem hier reingehen. Ich beschneide jetzt die meisten Sachen. Kann auch vieles dann auch Volt switchen. Und wenn der Lando Lead kommt, dann. Will ich auf jeden Fall burn. Ich gehe mit Frenzy rein. Bulldog, Ares. Ares kann auch theoretisch mal Ente entschärfen. Das geht auch. Nehmen wir schauen, was er mit. Ich bin nicht mehr fähig zu reden, das ist schlimm. Mit was er jetzt hier vorhat zu leaden. Also, ich sehe Galvantula und Lando am wahrscheinlichsten hier. Muss man nur schauen, was er jetzt hier für am besten hält. Rotula, okay. Wieder sehe ich damit rein. Haben wir ein relativ ordentliches Matchup mit unserem Rotom, weil Rotom halt von beiden selbst nicht effektiv getroffen wird. Und ich auch mal direkt auf den Spukball. Wir haben hier direkt Auflackern drauf. Wir können die Website entfernen. Na, auf den Spukball. Ja, hier natürlich aufs Klebernetz, war ja klar. Wir können hier einfach mal eine Runde Spukballen. Machen wir auch sehr guten Schaden damit.
Haben wir auch ein Auflackern, falls jetzt halt rausgeht. Falls nicht, wir haben genug Auflackern. Sonst gehen wir ein bisschen aufs, gehen wir ein bisschen auf AP hier. Wenn wir nur, dass die Webs nicht liegen, damit wir nicht wieder so ein Problem bekommen wie gegen Shiny letzte Woche. Ja, okay, er geht auf den Voltwechsel, wir gehen auf den Defog. Mal schauen, was jetzt reinkommen wird. Ich kann in fast, ich kann ins Meister relativ safe reinswitchen, wenn, also, was kommt, was für eine reinkomme? Ich tippe mal auf entweder, ich tippe mal auf Entei oder Bulu. Etoro Grodo. Das ist der Bulle. Nehmen wir jetzt kurz Defoggen und danach gehen wir jetzt in Viscargo. Auflockern. Ich überlege, ob ich jetzt aber auf Viscargo, mit Viscargo gleich doublen soll. Also ich will jetzt in Viscargo gehen. Und dann direkt die Double zurück in Rot. Und dann kann ich einfach frei auf Fini switchen, wenn der reinkommt. So, in Ares. Wir können ja leider Fini nicht toxen. Ist ein bisschen schade. Und gleich mal schauen, was der von einem hat. Weil wenn der, wenn ich es gab, das können wir vielleicht auch mal mit roter Mobiln zu burnen. Ich weiß nicht, wie viel Max Speed hat denn der Bruder. Lass mal schauen. Ah, der hat genauso viel Speed wie wir gerade haben. Ich habe nämlich, glaube ich, aus Aufhilfen auf Level 100 gespeed creeped. Sehr gut. Ares kommt rein, Holzgeweih. Ja. Nimmt der einfach. Isst der einfach auf. So, jetzt können wir natürlich auf den Damenwitz gehen. Oder ich gehe raus in Rotom. Ohne mit Rotom können wir direkt das, direkt gegen das Fini ein bisschen Druck aufbauen. Würde ich eigentlich ganz gerne machen, glaube ich. Aber wenn jetzt, und, ja, ich gehe in Frenzy. Der muss hier jetzt raus. Wird wahrscheinlich in Fini gehen, ja. Fini kommt, oder? Ich nehme, ja. Bulu hat schon mal, beste Move, Hornleech, ne? Jo, Hornleech. Garantula hat Sticky Webs und den Voltwechsel. Ah, und das sind Fini, okay, sehr gut. Und ich auf den Voltwechsel. Ich hätte jetzt auch auf den Willow gehen können, weil es kann jetzt sehr gut sein, dass jetzt ein Lando rausgeht. Wood Switch. Das macht sehr guten Schaden. Was ist das für ein Investment? Fini. Ich hab echt guten Schaden gemacht. Das scheint physisch defensiv zu sein. Hier haben wir einen Bulldog. Er hat auch sein Pflanzen-Pokémon nicht dabei. Seine Pflanze da. Ich habe den Namen gerade vergessen. Sehr gut. Ja, er boostet sich hier mit Gedanken. Gut, halt mal. Finde ich halt etwas ungut. Ich habe mal auf den Erdbeben. So müssen wir ihn einfach nachher mit Dinger wegkritten, mit Inteleon. Ein Hyperschrei ins Gesicht hauen. Weil es nicht gleich am Ende noch ein Heavy Slam von dem guten alten Mauerboy. Ich finde es aber geil, wie ich zweimal die Safety Girls auf der Mauer mitnehme, aber beide Male bringt es sich, weil es gegenüber seinen Rumgespore nicht dabei hat. Fühl ich richtig. So, wir tanken zwei. Erdbeben kommt. Du schaut der. Ja, sehr nice. Der hier ist Rocks. Ui. Wir werden jetzt auch in den Teleon gehen. So, in Ares und das Ding Toxen. In der Turn danach. Weil ich auch nicht was bringt. Oder ich kill. Oh ne, ich probiere lieber zu killen jetzt. Also low wie möglich zu bekommen. Ich hätte Rocks legen sollen. Mann, ich wollte Rocks legen.
Ah, nicht, hier ist auf einer Rollwende. Dann fresse ich jetzt einen, gehe raus in Rotom und kann ihn dann direkt forcen. Die Idee finde ich gut. Rollwende. Ich bin eh langsamer. Mundgewalt. Die sollten wir tanken. Die ist ja genauso relativ gleich stark wie ein Surfer. Ja. Rollwende. Jetzt auch im untersten Bereich heißt es mal ein bisschen mehr wegen Torrent. Jetzt können wir in Frenzy gehen und einfach mal Volt wechseln. Aber nicht einfach nur zu verlieren. Außer natürlich, ich könnte jetzt nicht auf den Willow gehen. Wir sind immer noch schnell. Ich meine, wir schnell sind als Kima, aber der relativ defensiv zu sein scheint. Irrlicht oder Voltwechsel, Irrlicht oder Voltwechsel. Oder ich auf den. Nee, Midground ist hier kein Play, hier auf dem Irrlicht. Shotshit, okay. Ja. Er schaut, was ich hier machen will. Ich will, ob ich jetzt auch mit dem Spukball anhitten soll. Nach meinem Voltwechsel raus. Ich glaube, wahrscheinlich hat so die bessere Idee. Wobei ich jetzt auch nicht ganz noch weiß, ob ich schneller bin. Da könnte ich auch Full Speed sein. Wir haben ja jetzt nichts vom physischen Damage. War jetzt nicht so viel. Schubball, ja, ich bin schneller. Kann ich einmal anhitten. Roter Bereich, ja. Schwester Drop sogar noch. Mondgewalt kommt, den sollten wir tanken. Vor allem, dass das Feld weg ist. Oder auch nicht. What the fuck. Okay. Wenn ja das Rotom das so schlecht aushält, aber. Na gut. Und ich muss jetzt wahrscheinlich zu einem Operator gehen, ne? Ich glaube, jetzt will ich schon. Ich glaube, jetzt will ich schon G-Maxen, ne? Wo ich wieder an ist, dass er seinen nicht dabei hat. Ich bin. Fuck, ich bin behindert! Nein. Bitte lebt es irgendwie. Ich gehe jetzt noch raus. Weil es irgendwie behalten wir oder so. Bitte, ich hab gemissklickt. Bitte. Bitte geh irgendwie jetzt raus, bitte. Geh in irgendwas raus. Du musst irgendwas gegen gebaut haben, Junge. Er geht raus, okay. Oh mein Gott. Aber also es kann jetzt hier sein, dass es jetzt. Ja, okay. Let's go, Italian. Da könnte sich ein Missklick hier der Play des Jahrtausends werden. Weil der macht jetzt Arbeit. Der Brudi. Einmal ein Gigaschütze zum Gruße. Wir haben Energiefokus draußen sind schneller als alles außer Bulu, weil er gescarft ist. Wobei er natürlich jetzt auch gleich einfach reinkommen kann. Das ist klar. Natürlich wieder so schön wie mit dem Scale Shot gegen Drake. Aber dafür müssen wir uns halt jetzt schon boosten und ich darf ja kein Erster spielen in der G-Max, das ist ein bisschen schade. Ja, Schütze, das wäre der nächste Kill für Inteleon. Jo. Jetzt wäre wahrscheinlich Bulu reinkommen. Wenn er wirklich gescarft ist. Weil ist ja auch E-Bait oder so, kein Plan. Eto'o Kododo. Oder gebandet, kein Plan. Da kommen auf jeden Fall ziemlich gechoiced vor. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll oder nicht, weil ich habe jetzt echt schon Probleme mit Fini. Und ich bräuchte den Talion halt wirklich für den noch, ne? Aber mich nicht auf den B-Switch gegen das Ding gegangen. Gehe ich in Ares, wäre jetzt übelster Safe Play. Aber wenn der halt keinen, wenn er halt jetzt keinen Dinger hat, keine, wenn er jetzt keinen Scarf hat, dann kann ich ihn jetzt einfach rausnehmen. Ich bin auch darauf, dass er Scarf sein wird. Weil das eigentlich jetzt nicht so bad gegen mich ist, wenn man jetzt nicht gerade Viscargo vergisst. Und wir haben schon das Mogmog raus, das ist eigentlich auch noch ganz praktisch für Sakataka. Weil Sakataka mittlerweile auch richtig Work machen kann hier. Holzhammer! Moinsen!
So, ich jetzt auch mal mit Donnerblitz. Weil mir vorstellen kann, dass jetzt Fini reinkommt. Ich will ihn so weit wie möglich andamagen jetzt. Ich meine nicht, dass er jetzt, jetzt irgendwie setupen kann auf die kleine Schnecke. Demeter. Oh, Demeter rauskommt, okay. Interesting. Das finde ich jetzt tatsächlich interesting. Was hat er jetzt vor mit? Nämlich knocken will. Wie mache ich mit dem Eisschauf den Jungen? Sligo gegen Landers T. Hier mal ein Set ohne Damage Boost und wir können ihn sogar fast schon killen mit dem Eisstrahl. Wenn er kein defensives Investment hat. Kann ein Kill sein. Erdbeben, ja. Wir sind aber physisch defensiv. Der soll nicht mehr als die Hälfte machen. Der macht auch nicht mehr als die Hälfte. Okay, der hat kaum offensives Investment. Lol. Ach, Alter, Leute, die Schnecke, die ist es. Die Schnecke ist es einfach. Ups, ich bin ja irgendwas unter meinem Tisch gekommen. Ich glaube, man hat es nicht gehört. Ah. Ich bin jetzt nicht sehr, zu sehr, mein Mikro ist immer ein bisschen hochempfindlich. Deswegen werden wir vielleicht auch den Controller wieder mal hören. Erdbeben kommt nochmal. Kriegen nochmal ein bisschen Damage auf die Schnecke. Jetzt einfach auf knapp über der Hälfte. Eisstrahl kommt und wir haben das Ding weg. So, Fini. Level 50. Wir können mit Donnerblitz killen. Auf der Range, wenn ich die Range richtig im Kopf habe. Ich bin schon, was jetzt reinkommt. Voltula, okay. Warum Voltula? Was ist deine Mission? Weil wir jetzt Raps legen. Das kann sein, aber dann kann ich irgendwas mehr jetzt legen machen. Ich hätte ja auch einen Eisstrahl gehen sollen, ne? Aber wir treffen trotzdem, okay. Sehr gut. Bis Gago! So, ich gehe jetzt auf den Donnerblitz, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt vielleicht Fini reinkommt. Auf den Voltswitch oder so. Wenn Fini jetzt auf den Switch reinkommt und ich ihn wegbekomme, dann mache ich hier Party. Okay, er geht nicht raus. Käfer gewoben kommt. Boah, Ares, Junge. Donnerblitz, killt er? Sollte, oder? Ja, nice. Zweiter Kill für Viscago. Nice, ich liebe ihn, Junge. Das schon. Jo, dann kommt das Ding rein, das war ja relativ klar. Aber der kann mich nicht killen. So, ich es ja gesehen habe im Kalk. Ups, falscher Tab. Der sollte mich selbst im Feld nicht killen können, auch mit einem Moonblast nicht. Der killt mich nicht. Donnerblitz. Ich gehe ja nicht raus. Ich gehe auf den Schutzschild, okay. Er wird wahrscheinlich mal ein bisschen Recovery mitnehmen. Ah, das heißt, der offensiv investiert ist, ne? Wir wissen, dass der Surfer hat, wir wissen, dass der Moonblast hat. Kann ich in irgendwas hat safe raus? Ich glaube nämlich nicht. Upsa. Auf den Donnerblitz. Die nehme ich mit. Mondgewalt. Tanken wir die? Ich hoffe mal ja. Okay, scheiße. Der ist doch anscheinend offensiv investiert. Das ist jetzt schwierig. Heißt, wir müssen immer einen Stack-Attacker rausbekommen hier mit Setup. Das sollten wir eigentlich schaffen gegen Bulu. Ich gehe jetzt in Up.
muss auf Hyperstrahl gehen, damit ich mich nicht in Safe killen kann. Ja, er bleibt drin, sehr gut. Jetzt wird er gleich in Theon gekillt, aber... Und wir haben einen Thumbnail, sehr gut. Ja, Kim ist weg, sehr gut. Auf Bulu können, also wenn jetzt Bulu reinkommt, was ich glaube, können wir auf den mit Stagataka setupen. Können wir auch auf Gargantula. Können eigentlich auf gefühlt alle setupen. Aber wir sollten eigentlich auch Bulu setupen können, oder? Wenn jetzt auf den Pflanzenmove geht. Bandit gegen Stagataka. Okay, also natürlich kein Close Combat, das sollte ja klar sein. Aber. Aber Woodhammer killt nicht. Und er geht auf den Hornleech, okay, ja, nehme ich. Und dafür killt ein Heavy Slam safe. Zu 100% safe. Jo, Judge, das ist ein großer Moment jetzt. Das ist ein großer Moment. Bizarro-Raum. Also ich fahre, ob ich jetzt gleich lieber auf den Pflanzen-Move gehen will, auf den Feuer-Move oder auf den Stahl-Move, weil ich natürlich sagen kann, dass er jetzt irgendwie eine Anti-Wehre hat, aber das sah jetzt bisher nicht so in die Richtung aus. Okay, das ist Ente, oder? Ja. Der sollte aber keine Steinkante leben. Außer halt jetzt irgendwie Anti-Stein-Wehre. Steinkante. Ich glaube jetzt an dich, Judge. Kill den. Nice, Judge. Ehrenmann. Wait, in Verteidigung? Warum? Warum? Warum Verteidigung? Hat es irgendwie beim Kalken was verkackt? Beim Gen? Ich habe eigentlich weniger. Ich habe eigentlich weniger Def als Attack. Ja, wait, hab ich. Ah, stimmt. Stimmt, ich habe ja Gamantula schon gekillt mit. Dinger, mit. Minitalion, nicht Minitalion, mit, Guests. Mit Visco, mit Vascargo. Mein Master Attack ist seinen zweiten Kill. Und wir gewinnen gegen Eve mit, 13-0. 2 Kills Stag Attacker, 2 Kills Vascargo und 2 Kills für Intellion. GG dafür, wir haben wieder einen Kampf gewonnen. Hype. Ja. Hätten wir an manchen Stellen was besser spielen können? Safe, ja. Die Stelle mit Rotom und die mit Vascargo spieler, wo ich den Damage von Fini bei Mar unterschätzt habe, hätten wir natürlich besser spielen können. Aber, ja, ein 3-0-Win nehme ich trotzdem mit, vor allem wenn es der Attacke endlich hat. Und Vascargo einfach 2 Kills vom ersten Einsatz, Alter. Legende. Jo, also Leute, ich würde sagen, bis nächste Woche und ciao, ciao.